Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leserfreunde und die es noch werden wollen. Ja, ich lebe noch. Ich habe mir eine Auszeit genommen. Ich war 14 Tage in Urlaub und ja, nun soll es eigentlich mit den Videos so langsam weitergehen. Und zwar werden wir uns heute nochmal um den Faserlaser kümmern. Wir werden heute, ja, eine einfache Gravur werden wir heute machen. Und zwar habe ich hier so kleine Edelstahlplatten. Und zwar hat ein Kunde von mir da schon mal nachgefragt gehabt, ob ich solche Platten für ihn gravieren kann. Das sind solche Platten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video erzählt. Und zwar habe ich das mit meinem normalen Diodenlaser gemacht. Das funktioniert auch alles. Aber bis ich diese tiefschwarze Gravur so hinbekommen habe, dass es ordentlich aussieht, ging gut 15 Minuten für eine kleine Gravur in Visitenkartengröße drauf. Und das hat mich ein wenig gestört. Das war eigentlich auch der Auslöser, warum ich mir dieses gute Gerät zugelegt habe. Und ich möchte jetzt euch in Lightburn einmal so leicht reinführen. Da gibt es so kleine Änderungen, was ihr beim Diodenlaser nicht habt. Und das hier, das ist jetzt ja ein Galvo-Laser. Da braucht ihr eine andere Lightburn-Lizenz. Die habe ich natürlich mir gekauft. Und da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein, was sich dort geändert hat und wo man darauf achten muss. Es gibt natürlich auch, die Geräte sehen teilweise identisch aus. Das sind die Mopa-Laser, die haben eine andere Laserquelle. Da könnt ihr noch mehr verschiedene Sachen einstellen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir gucken uns das jetzt mal in Lightburn an. Und da zeige ich euch auch gleich die Gravur, die wir machen wollen. Das ist was ganz Einfaches. Die Gravur dauert vielleicht gerade eine Minute anstatt 15 Minuten. Je nachdem, mit welcher Leistung und welcher Geschwindigkeit, Zeilenintervall, was für eine Kilohertzzahl ihr da benutzt. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Könnt ihr natürlich das auch variieren. Ich würde sagen, wir schauen uns das hier mal in Lightburn an. So, meine Lieben. Die Oberfläche an sich in Lightburn, die hier kann erstmal weg, die brauchen wir nicht. Die Oberfläche in Lightburn sieht natürlich in dem Sinne ganz genauso aus, wie ihr das gewohnt seid. Je nachdem, ich habe jetzt hier meine 150 mm Linse drin, ich habe noch eine 300 mm Linse und ich habe noch eine 50 mm Linse. Da kommen wir aber in einem anderen Video nochmal zu. Und da werde ich dann auch noch mal ein paar Takte zu sagen. So, meine Lieben, das soll jetzt hier unsere Gravur werden. Das ist ein befreundetes Unternehmen, mit denen arbeite ich häufiger zusammen. Und für den werde ich jetzt mal probehalber auf einer Edelstahlplatte, die ich euch gerade gezeigt habe, seine Visitenkarte einmal drauflasern und die Daten, die hat er mir zur Verfügung gestellt. Und das ist ein Zwei-Mann-Betrieb, ein Zwei-Mann-Betrieb ist das. Und die machen ganz, ganz tolle Edelstahl-Sachen. Also die machen nur Edelstahl. Und ja, einen Laser haben sie jetzt zwar nicht, aber die machen ja hauptsächlich Schweißarbeiten. So, meine Lieben, wenn wir uns das jetzt hier einmal so angucken, in dem Sinne hat sich hier nicht großartig was verändert. Wie gesagt, hier mein Arbeitsraum. Ich habe hier die 150 mm Linse drin. Demnach habe ich jetzt hier auch 150 x 150 mm an Arbeitsfläche. Und was sich hier jetzt ein bisschen geändert hat, wenn wir uns hier mal die Leer anschauen, da könnt ihr sehen, hier haben wir Frequenz. Was ist die Frequenz? Das müsst ihr euch so vorstellen. Dieser Laser, der hat eine Frequenz von 40 bis 60 Kilohertz. Ja, das ist ein Einsteigermodell, das hatte ich euch ja schon mal erzählt. Und kleinen Moment, hier nervt mich gerade eine Fliege, die muss ich eben verscheuchen.
So, das ist ein Einsteigermodell. Die Mopar-Laser, die haben eine Frequenz von 1 bis ich weiß nicht wie viel tausend. Und da kann man natürlich wesentlich andere Sachen noch mitmachen. Aber wir haben nun mal dieses Gerät hier und dann müssen wir da halt mit arbeiten. So, das hier ist alles so geblieben. Linienintervall, Linie pro Zoll, Scanwinkel, Anzahl der Durchgänge. Und hier hat sich, glaube ich, auch noch mal was geändert. Das haben wir, glaube ich, könnten wir eigentlich mal nachgucken. Machen wir später. Dieses Feld haben wir, glaube ich, so nicht gehabt. So, diese 40 bis 60 Kilohertz, da waren wir gerade stehen geblieben. Wie muss man sich das vorstellen? Diese 40 Kilohertz, also umso tiefer ihr mit der Kilohertzzahl geht, bei mir wäre das jetzt 40, umso dunkler wird die Gravur. Und wenn ihr zum Beispiel eine Tiefengravur macht, dann könnt ihr euch das ungefähr so vorstellen wie ein ganz grobes Schmirgelpapier. Und wenn ihr zum Beispiel die Frequenz hier ändern würdet auf 60 Kilohertz, zum Beispiel so, dann habt ihr ein ganz feines Schmirgelpapier. Das kann man ganz wunderbar nachher für einen Reinigungsprozess kann man das nochmal nutzen. Und das mache ich meistens bei den tiefen Gravuren. Da werden wir demnächst auch nochmal ein Video machen. Wir werden Münzen werden wir herstellen, Tiefengravur. Und da wird das dann bei mir auch nochmal zum Einsatz kommen. So, das lassen wir jetzt einmal auf 40 Kilohertz. Das sind nämlich meine Werte. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ich habe hier mal ein bisschen ja, mit Testcharts rumgespielt und da bin ich dann halt mit der Geschwindigkeit und Leistung habe ich gespielt. Dann habe ich mit den Frequenzen gespielt, Linie pro Zoll. Und dort ist so einiges an ja, Material schon mal draufgegangen. So, was wir hier auch noch mal anders haben, das ist hier zum Beispiel Wackeln. Da könnt ihr euch das so ungefähr vorstellen, wenn man das aktiviert, ist der Laser zwar wesentlich langsamer, aber ja, das müsst ihr euch vorstellen wie eine, bei einem Hochdruckreiniger, die Dreckfräse, der bewegt sich ja auch der Wasserstrahl und in dem Sinne wäre das hier genauso. Mit dem Laserstrahl, der geht öfter über den Punkt, dafür langsamer und nimmt wesentlich mehr Material ab. Wie gesagt, hier bei einem Faserlaser, da wird ja Material abgetragen auch und das wird dann halt nicht nur markiert. Wenn man wollte, könnte man dann natürlich auch ja, Metalle mitschneiden. Aber ich sag mal, da tut man dem Laser nichts Gutes. Da muss man schon mit ordentlich Leistung dran. Zieh ich Durchgänge. Ich habe das nur einmal testweise mit 80% Leistung probiert und habe tatsächlich eine 1 mm Münze durchgeschnitten. Das kann ich euch auch hier mal eben in der Kamera kann ich euch das mal zeigen. Na, das hatte ich nämlich gerade liegen. Und wenn ihr hier mal guckt, das hier, das ist, na, kann man das noch erkennen? Ich muss hier ein bisschen im Licht bleiben. Das war eine Münze, die kann ich hier wieder zusammensetzen. Und die habe ich tatsächlich komplett durchgeschnitten. Das funktioniert, wenn man will. Aber wie gesagt, ich bin da kein Freund von. Ich möchte meine Geräte etwas mehr schonen und ja, gehe dann lieber mit der Leistung runter. Und der muss nicht immer auf Volldampf laufen. So, wie gesagt, das ist alles soweit hier alles so geblieben. Wir haben hier natürlich, wo war's? Jetzt haben wir hier Modus Füllen. Und wenn wir uns das hier mal angucken, das ist in dem Sinne Linien, Füllen, Versatzfüllung. Das haben wir auch alles. So. Ganz anders sieht das nachher bei Bildern aus. Ich will mal eben gucken, das könnte ich euch zur Not auch mal eben zeigen. Ich lade da sonst mal eben, ups, einmal eben ein Bild nur mal eben rein. Dieses nehmen wir jetzt einfach nur mal, da möchte ich euch nur mal eben zeigen. Wenn wir dieses Bild jetzt zum Beispiel nehmen und wir schauen uns den, wo haben wir es,
Da, Bildmodus, da hat sich auch noch was geändert. Hier haben wir alle Sachen so wie sonst auch, aber hier haben wir nochmal 3D geschnitten. Was das auf sich hat, werden wir in einem anderen Video nochmal behandeln. Und das sollte jetzt nur mal eben, wollte ich euch nur mal eben zeigen, was sich hier jetzt grob geändert hat. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich habe mir hier diese Messingplatte, sag ich schon, die Edelstahlplatte, die habe ich mir jetzt von der Kontur hier einmal nachgezeichnet. Das sind 80 x 60 mm mit abgerundeten Ecken, einen Radius von 5 mm. Und in dem Sinne hätten wir jetzt hier noch kleine Bohrungen, die habe ich dort jetzt nicht eingezeichnet. Das seht ihr aber auch gleich. Die werden hier nochmal, das sind, ich glaube, irgendwie 3-4 mm Löcher in den Eck nochmal. Aber die brauchen wir nicht und die habe ich mir jetzt nur einmal eben so grob angezeichnet. Ich werde dieses Ganze, werde ich jetzt einmal lasern mit einer Geschwindigkeit von 200 mm pro Sekunde. Ich werde 80% Leistung nehmen. Eine Frequenz von 40 und ein Durchlauf und habe hier ein Intervall von 0,05, entspricht 508 dpi, Scanwinkel 90 Grad, Anzahl der Durchgänge einmal. Und ja, das andere, das lasse ich jetzt alles so und somit kriege ich eine schöne dunkle Gravur. So, dann würde ich sagen, ich hole euch da mal eben zu, zu dem Laser gleich. Dann seht ihr hier auch die Platte nochmal vernünftig, die ich hier habe. Und ja, ich stelle mal die Kamera um und hole euch dazu. So, meine Lieben, seht ihr hier, das ist jetzt die Edelstahlplatte, was ich gerade sagte. So, könnt ihr jetzt erkennen, da sind auch die Löcher drin. Ich muss eben gucken, das Licht, das ist hier wieder so blöd. Aber man kann es erkennen. Die werden wir uns jetzt hier einmal reinlegen. Ich werde jetzt einmal den Laser schon mal einschalten. So, und das hatte ich ja schon mal in einem der letzten Videos, hatte ich das ja schon mal gezeigt. Na, ich muss hier einmal, so, und zwar haben wir hier ein Punkt, der sieht jetzt aus wie drei Punkte und wenn man den Laser jetzt, das kann man hier auch sehen, wenn man jetzt die Linse hoch oder runter schraubt, je nachdem, dann gehen die Punkte auseinander und wir haben das hier jetzt wunderbar fokussiert. Ich gehe auch grundsätzlich, ich verlasse mich nicht nur auf den Punkt, weil hier unten sitzen ja diese kleinen Dioden, die hier runter scheinen. Einer kommt aus der Linse raus und zwei scheinen von hier. Und wenn man da mal dran kommt an der Linse, dann kann sich das wohl mal verstellen. Und ich habe hier ja meinen Stahlmaßstab und ich messe grundsätzlich nochmal vom Werkstück nochmal nach unter die Linse und das müssen hier bei mir 240 mm sein, dann habe ich einen sehr schön eingestellten Fokus. So, dann werden wir einmal die Laserquelle einmal anschalten. Jetzt kommen ein bisschen Windgeräusche, hätte ich bald gesagt, Lüftergeräusche und ich werde hier nochmal, dass ihr das auch mal seht. Ich habe hier einen Fußtaster. Damit kann man den Laser natürlich auch bedienen. Und zwar, wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, dann fängt der hier an zu rattern und zeigt mir, wo die Gravur hinkommt. Ich kann das natürlich hier in der Software auch nochmal umstellen, dass ich sage, er möchte mir nur den Werkzeugrahmen anzeigen. Da geben wir einmal nur den Werkzeugrahmen und den habe ich hier aber noch deaktiviert. Den muss ich einmal eben einblenden. So, ich drücke hier nochmal auf den Knopf drauf. Und jetzt sage ich, er soll mir nur den Werkzeugrahmen einzeichnen. Und dann könnt ihr sehen, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da könnt ihr das jetzt auch auf meiner Hand sehen. Jetzt rattert der genau da drum rum. Und das Schöne ist, ihr könnt auch mit den Pfeiltasten ausrichten.
Ich habe jetzt ja hier diese Anschläge. Da kann ich jedes Mal, wenn ich jetzt mehrere Gravuren mache, immer wieder diese Platte dort ranlegen. Das ist immer perfekt ausgerichtet. Ich brauche das nicht nochmal ausrichten. Wenn die Gravur fertig ist, nehme ich es raus, lege den nächsten rein, drücke den Knopf und er fängt so wieder an zu lasern. Mit den Pfeiltasten könnt ihr natürlich das Ganze auch noch verstellen. Das seht ihr jetzt hier. Ich drücke jetzt hier die Pfeiltasten und dort kann ich jetzt auch noch auf meinem Arbeitsplatz das alles vernünftig ausrichten. So, der muss jetzt aber noch ein bisschen weiter rüber. Das kann man sich alles einstellen, inwieweit das verschoben werden soll. Ob das jetzt 1 mm Schritte, 5 mm Schritte, das kann man sich dort alles so einstellen. Ich mache das meistens so, dass ich mir hier einmal den Rahmen zeichne, wenn ich sowas mit abgerundeten Ecken habe. Dann kann man das natürlich auch jetzt nochmal den Werkzeugrahmen ausmachen. Dann zeigt er mir immer, wo die Schrift nachher kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das dort jetzt in der Kamera vernünftig erkennen könnt. Und hier hat man verschiedene Möglichkeiten, was man sich dort eins anzeigen lassen möchte. So, wenn das jetzt alles soweit eingestellt ist, dann brauchen wir eigentlich nur noch hier unser Knöpfchen drücken und dann geht das, der Spaß schon los. Der Laser kann natürlich auch wesentlich schneller lasern, aber dann bekomme ich in diesem Edelstahl, ich habe das ein paar Mal ausprobiert, keine vernünftige Schwarzfärbung. Und wenn ich dort mit mehreren Durchläufen rübergehe, dann wird die Gravur nachher wieder heller. Die kriege ich sogar bis ins Weiß rein. Das ist alles möglich. So, normalerweise habe ich hier auch noch meine Absauganlage. Das habe ich jetzt aber nicht. Ich habe hier extra nochmal, zeige ich euch gleich, einen Schnorchel, den ich dann normalerweise hinten dran habe. Den lege ich hier in den Bereich rein, dass die Dämpfe gleich abgesaugt werden. Aber jetzt für dieses Video habe ich darauf verzichtet, weil ja der Krach und sowas, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, meine Lieben, das ist es schon gewesen. Den lege ich mal eben beiseite. Und den machen wir einmal zu. Laserquelle aus. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt schon erkennen. Ich blende das sonst gleich nochmal ein. Und ich habe hier so einen schönen... Ich stelle die Kamera mal um. So, und ich habe hier so einen schönen Zitronenreiniger. Ich bin ja zwar nicht ganz im Bild, aber mich interessiert das im Moment nicht. Ihr wollt ja die Sachen sehen, was dabei rausgekommen sind. Und ich habe hier so einen schönen Zitronenreiniger. Und zwar gibt es hier immer noch diese Rückstände vom Lasern, was da abgebrannt ist. Und um das da vernünftig eben abzuwischen und zu reinigen, das ist... ein richtig toller Reiniger, kann ich nur empfehlen. Kann ich euch nicht sagen, wo der wegkommt. Die Information kann ich euch später geben, weil er reinigt seinen Edelstahl da auch mit. Und der gute Mann, der hat mir das mitgegeben. So, jetzt probiere ich das mal irgendwie. Hier ist das Licht zu schlecht. Da kann man es sehen. So, und hier könnt ihr das sehen, wie wunderbar dunkel das geworden ist. Kann man das erkennen? Ja, ne? Ich muss hier mal ein bisschen mit dem Licht spielen. Das ändert sich aber demnächst auch alles. Und das ist wirklich, wirklich toll. Die Gravur, die ist perfekt schwarz. Da kann man wirklich, wirklich nicht meckern. So, meine Lieben, und dann hatte ich euch ja gerade erzählt, normalerweise
sollte man ja nicht glauben, dass das Ding jetzt großartig Dreck macht. Aber da wird so viel Material abgetragen, es ist ein ganz feiner, ja, ein ganz feiner Staub, wenn man hier oben mal rüber geht. Man merkt es doch schon. Und ich habe mir hier eine Düse umgebaut. Und zwar lege ich mir die immer hier hin. Die werde ich mir immer, oder die schraube ich mir dann fest hier. Die klemme ich mir hier fest, dass da nichts mit passieren kann. Ich habe meine Absauganlage, habe ich ja hier. Und ich habe hier noch einige Meter an Schlauch und das lege ich mir da hinten dann eben lang und kann diesen Feinstaub auch gleich vernünftig absaugen. Ich weiß mal nicht, ob der Laser jetzt hier stehen bleibt. Ich habe einige Geräte jetzt, ja, da habe ich mich von getrennt, weil es wird einfach zu viel. Ich habe noch einen Diodenlaser, den habe ich jetzt noch hier stehen. Der andere, der geht auch weg. Und ja, ich habe jetzt den Faserlaser hier und dort unten steht noch was Neues. Da werde ich jetzt auch mit den Videos anfangen. Und das ist ein, ja, ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Kräftigeres. Lasst euch da überraschen und schaut einfach demnächst in meine Videos nochmal rein. So, jetzt will ich nochmal eben gucken. Ich hatte euch ja gesagt, ich habe hier wunderbare Münzen. Diese Münzen hier, 40 mm Messing, sind, ich glaube, 4 mm dick. Das werden wir demnächst auch machen. Habe ich natürlich schon einige von gemacht. Richtig, richtig tolle Sache. Und auch, hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt, meine ich, Spiegel hier, kann man jetzt bestimmt wieder schlecht erkennen. Spiegel gehen da auch wunderbar mit. Und ja, das sind so die Sachen, die ich da jetzt mit betreibe. Mein Nachbar zum Beispiel, der hat auch eine Werkstatt, der hat ziemlich viele Gewindebohrer, die alle schon ein bisschen älter sind. Da hat er mich gefragt, ob ich die nochmal neu beschriften kann, weil die, ja, die Schrift und sowas da weg, ja, mittlerweile ja abgegrabbelt ist, was man nicht mehr sehen kann. Und das ist eigentlich auch da eine ganz tolle Sache. Und zwar habe ich jetzt hier die Rotary bekommen. Die habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Da fehlt mir die Zeit zu. Die ist jetzt nach meinem Urlaub gekommen. Ich bin schon wieder voll am Arbeiten und hier ist einiges liegen geblieben. Deswegen werde ich mich dort jetzt auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Und da kann man nämlich natürlich auch richtig tolle Sachen mitmachen. Ich habe hier auch schon den nächsten Kundenauftrag. Der soll ein bisschen verschönert werden. Da habe ich zwei Stück von bekommen. Werden wir demnächst auch machen. Oder wir werden auch noch, wo haben wir sie? Feuerzeuge. Zippos habe ich hier auch noch liegen, werden wir auch noch machen. Also, es reißt nicht ab. Wir werden hier so einige Sachen noch mal durchgehen und das ist genauso wie jetzt mit der Bildbearbeitung hier die Bilder nachher zu machen. Das geht auch, kann man alles machen. Habe ich hier auch schon ein paar Tests liegen, ein paar mehr Tests. Also das sind alles nur mal Einstellungssachen, die ich hier gemacht habe und da kommen schon ganz nette Ergebnisse bei raus, weil wenn man sich mal sowas anguckt, das sieht schon richtig gut aus nachher. So, meine Lieben, das soll jetzt auch das erste Video, ja, erstmal eine kleine Einführung sein. Da habt ihr jetzt mal gesehen, wie schnell so ein Gerät arbeitet. Es geht natürlich wesentlich schneller, aber ich habe ja gesagt, je nachdem, was man da für eine Schwarzfärbung haben will, muss man natürlich auch hier seine Einstellung vernünftig anpassen. So, ich will das Video auch nicht so lang halten. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder zahlreich einschaltet. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, Wünsche habt, was man damit ausprobieren kann oder was man machen sollte, vielleicht mal, schreibt es gerne in die Kommentare. Nur davon lebt der Kanal durch Kommunikation. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da auch ein bisschen mit einklingt. Und ja,
Lass gerne einen Daumen hoch da. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du das hiermit gerne tun. Würde mich sehr freuen. Hilft mein Kanal natürlich auch weiter. Ich kann euch schon mal einen Tipp geben, was dort unten steht. Es ist ein CO2-Laser und ja, der ist auch ganz neu. Der hat bei mir jetzt vielleicht gerade, ja, den habe ich aufgebaut, 20 Minuten vielleicht mitgespielt und dann bin ich in Urlaub gegangen. Und das, da werden auch einige Videos zu kommen. Also wir können jetzt ein bisschen mehr abdecken. Wir gehen jetzt in den Diodenlaser, wir gehen Faserlaser, wir machen CO2-Laser. Und falls ihr noch irgendwelche andere Wünsche habt, könnt ihr die natürlich äußern. So, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich sage bis bald, euer Laserfuchs. Macht's gut. Ciao.